ARD. Ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, wie sich das Leben der Juden in Deutschland verändert hat. Das Oktoberfest ist vorbei. Hat sich denn das neue Sicherheitskonzept bewährt? Und unfaires Duell im Garten, warum Mähroboter für Igel ein Problem sind. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen. Und schon wieder Montag? Wie konnte das passieren? Guten Morgen, sagen Uli Spinnrad aus Mönchengladbach und ich, Magdalena Bienert, bin aus Berlin. Morgen. Wir haben heute den 7. Oktober und das ist ein trauriger Jahrestag heute. Sehr, sehr traurig. Wir fühlten uns hier sehr sicher und stellen jetzt fest, dass alles drumherum plötzlich gegen Juden, gegen sogenannte Zionisten, das ist einfach nur ein anderes Wort für Juden. Das war Jaffa Flor, sie ist Jüdin und hat gestern an einem Gedenkmarsch in Düsseldorf teilgenommen. Anlass war der 7. Oktober vor einem Jahr, weil genau dann hat die Terrororganisation Hamas Israel angegriffen. Die sind ja damals auf dem Festival eingedrungen, aber zum Beispiel auch in die Häuser der Menschen in Siedlungen und haben dann ein Massaker angerichtet. Mehr als 1200 Menschen sind damals getötet worden und etwa 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. Seit diesem Angriff sind Israel und die Hamas im Krieg. Trotz zahlreicher Organisationen und Regierungen, die eine Waffenruhe fordern, zum Beispiel die Vereinten Nationen, haben wir ja hier auch schon mehrmals im Podcast drüber gesprochen. Vor Ort leiden Menschen auf beiden Seiten, also sowohl Israelis als auch Palästinenser. Denn die Hamas operiert ja aus dem Gazastreifen heraus, wo die Palästinenser leben. Ja, dieser Krieg ist wahnsinnig komplex. Auch das haben wir hier im Podcast schon mehrfach erwähnt. Es gibt auch schon länger Kritik daran, dass Israel zum Beispiel zu viele zivile Opfer in Kauf nehme. Es gibt deshalb auch seit einem Jahr, also seit dem 7. Oktober, immer wieder Demos hier bei uns in Deutschland. Und auch am Wochenende war das wieder so, pünktlich zum ersten Jahrestag, zum Beispiel in Berlin. Da gab es eine Demo mit dem Titel »Palästina leistet Widerstand gegen den Genozid in Gaza«. Die Polizei sagt, da waren etwa 3.500 Leute. Die Polizei hat diese Demo auch früher als geplant beendet, wegen, Zitat, unfriedlichen Charakters. Das heißt, übersetzt, es gab Pyrotechnik und auch Steinwürfe gegen die Polizei. Genau, das war in Kreuzberg. Es gab aber auch eine ganz friedliche Demo am Brandenburger Tor, bei der die Freilassung der Geiseln gefordert wurde. Da waren ungefähr 500 Menschen. Und auch an vielen anderen Orten gab es Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag des Überfalls der Hamas. In Düsseldorf waren zum Beispiel knapp 1000 Leute bei dem Gedenkmarsch dabei. Wir wollen aber heute nicht über den Krieg direkt sprechen, sondern über die Folgen, die der Krieg seit dem 7. Oktober 2023 für das Leben von Jüdinnen und Juden hier bei uns in Deutschland hat. Man merkt einfach, dass die deutsche Gesellschaft mehrheitlich schweigt. Und ich trage jetzt auch beispielsweise keine Davidsteinkette öffentlich, da passe ich schon auf, aber ich scheue mich jetzt nicht davor, wenn mich jemand offen fragen würde, ey, bist du jüdisch, dann sage ich auch ehrlich, ich bin jüdisch. Ich gehe jetzt auch bald studieren, ich würde selbstverständlich gerne den Davidstern tragen, weil ich stolz bin auf meine Religion, auf meine Religionsgemeinschaft und ich kann es nur mal offen nicht zeigen, weil es besonders am Campus überall in Deutschland sehr gefährlich ist, sich offen jüdisch zu zeigen. Das ist Glenn Tramann vom Jüdischen Studierendenverband, mit dem hat eine Kollegin von uns gestern bei dem Gedenkmarsch in Düsseldorf gesprochen. Rivka Young war auch bei dieser Demo in Düsseldorf. Also es gibt ganz klar Einschränkungen. Man muss den Davidstern oder jüdische Symbole, muss man aufpassen, wo man die öffentlich trägt und wo nicht. Die Post aus der Gemeinde kommt nicht mehr mit jüdische Gemeindestempel, sondern anonym. Manche Leute nehmen ihre Mesosot oder jüdische Symbole vom Hauseingang runter und ja, viele haben Angst. Leider oft zu Recht. Anna kommt aus Bonn, ist Jüdin und kennt Fälle aus ihrem Umfeld. Also ich kenne Geschichten von Bekannten oder Freunden, die wirklich auch physisch angegriffen wurden. Also ein Freund von mir, ich weiß, er hatte eine Davidsternkette um und er wurde angepöbelt von einer Gruppe von Männern und beleidigt. Ich glaube auch bespuckt. Ich höre immer wieder solche Geschichten. Es ist auf jeden Fall schlimmer geworden. Dass es schlimmer geworden ist, das ist nicht nur der Eindruck von diesen Leuten, das belegen auch Zahlen, zum Beispiel ganz aktuell von der Polizei. Sie hat bisher in diesem Jahr 3.200 antisemitisch motivierte Straftaten registriert. Ungefähr doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Das sind dann ganz verschiedene Delikte, zum Beispiel wenn eine Synagoge mit Hakenkreuzen besprüht wird oder wenn Menschen den Holocaust verharmlosen oder leugnen. Es zählen natürlich auch körperliche Angriffe auf Jüdinnen und Juden dazu. Da gab es im letzten Jahr schon deutlich mehr als 2022. Und was besonders krass ist, weil der Angriff der Hamas war erst im Oktober. Aber in den 3 Monaten bis zum Jahresende ist dann die Hälfte aller Angriffe des ganzen Jahres passiert.
Das hat viele Landesregierungen bei uns dazu veranlasst, mehr Geld für den Schutz von jüdischen Einrichtungen auszugeben. Das sieht man auch tatsächlich im Alltag. Zum Beispiel bei mir vor der jüdischen Gemeinde in Mönchengladbach, da steht immer ein Streifenwagen. Aber es werden zum Beispiel auch Mitarbeiter der Justiz fortgebildet, damit die erkennen, wenn Menschen zum Beispiel antisemitische Codes bei Demos oder Kundgebungen benutzen, damit man das dann auch wirklich verfolgen kann. Jakob Horowitz aus Düsseldorf engagiert sich viel für jüdische Studierende und er sieht die Verantwortung darüber hinaus auch bei uns allen. Es ist etwas, was gesamtgesellschaftlich angegangen werden muss. Mut und Courage, Zivilcourage zu beweisen und sagen, nee, das akzeptieren wir nicht. Sehr gute Aufklärungsarbeit hier in Berlin leistet da die Amadeo-Antonio-Stiftung. Die haben wir euch in der Folgenbeschreibung auch verlinkt. Zum Beispiel klären die auch über versteckten Antisemitismus auf. Also Antisemitismus, den man nicht direkt als judenfeindlich erkennt, der aber trotzdem antisemitische Stereotype reproduziert. Das kommt vor allem in Großstädten mehr vor als auf dem Land. Das hat auch eine repräsentative Studie für Nordrhein-Westfalen rausgefunden. Seit heute Morgen gibt es Demos, Gedenkminuten und Veranstaltungen im ganzen Land, um an den Angriff der Hamas auf Israel vor einem Jahr zu erinnern. Seit 5.29 Uhr, um ganz genau zu sein, weil um diese Uhrzeit damals der Angriff begonnen hat. Wenn ihr noch mal tiefer eintauchen wollt, vor allem in die Frage, was der Angriff ausgelöst hat in Sachen Nahostkonflikt und ob es überhaupt Hoffnung auf Frieden gibt, dann hört doch gerne rein bei unseren Kollegen vom Podcast Nah dran. Den verlinken wir euch auch. Unsere Kurznachrichten. Eine Fähre von Helgoland ans Festland ist gestern manövrierunfähig durch die Nordsee getrieben. Das Schiff heißt Funny Girl, aber für fast 250 Menschen war die Rückreise überhaupt nicht witzig. Auf dem Schiff sind nämlich erst der Strom und dann auch die Motoren ausgefallen. Zwei Schlepper haben die Fähre dann nach Büsum ans Festland geschleppt. Da war die Fähre dann nachts um 2. Diese Fahrt hat also 9 Stunden gedauert. Normalerweise dauert sie nur 2,5 Stunden. Bei der gesetzlichen Pflegeversicherung sieht es offenbar noch dramatischer aus als eh schon gedacht. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, nach Einschätzung der Bundesregierung ist die Pflegeversicherung im Februar zahlungsunfähig, wenn nicht vorher eingegriffen wird. Die Kassen hatten sowieso schon eine Beitragserhöhung um 0,2 Prozentpunkte vorhergesagt, die reichen aber wohl gar nicht aus. Die Schwarzgruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, wird täglich ungefähr 350.000 Mal digital angegriffen. Jeden Tag. Die Süddeutsche Zeitung berichtet von den Cyberattacken. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs gibt es demnach 100 Mal so viele Attacken wie vorher. Die Attacken kämen vor allem aus Russland. So, es ist vorbei. Ich sage ein bisschen Gott sei Dank, ehrlich gesagt, weil meine Timeline bei Instagram, die wird endlich nicht mehr zugeballert mit Bildern von der Wiesn. Das stimmt. Das Oktoberfest ist gestern zu Ende gegangen. Bei Insta sieht man natürlich vor allem schöne Bilder und mehr und oder weniger schöne Menschen. Joko zuletzt. Ich habe überall immer nur Joko und Kai Pflaumen gesehen. die sind immer überall, genau. Viele Bilder mit Haxe, mit Maß Bier natürlich, was man aber nicht so auf den Bildern gesehen hat. Es gab auch verschärfte Sicherheitsmaßnahmen auf dem Oktoberfest. Genau, und das war ja eine Reaktion nach dem Anschlag in Solingen, wo ein Mann 3 Menschen mit einem Messer getötet hat. Und in München selbst hatte im September ja auch ein junger Mann um sich geschossen. Deshalb gab es jetzt an den Eingängen zum Oktoberfest erstmals Handmetalldetektoren und ja, viel Arbeit für Polizisten wie zum Beispiel Daniel Maguli. Das ist schon anstrengend, so ein Tag. Wir gehen da zwischen 15.000 und 20.000 Schritte ungefähr am Tag. Also alleine das ist für den einen oder anderen vielleicht eine Herausforderung. Aber insgesamt ist es friedlich geblieben, das hat die Münchner Polizei gesagt. Sie musste zwar öfter ausrücken als letztes Jahr, aber das lag wohl auch daran, dass die Leute aufmerksam waren und oft angerufen haben, wenn sie irgendwas Verdächtiges beobachtet haben. Dann ist es aber meistens bei Kontrollen geblieben. Wirkliche Straftaten gab es deutlich weniger als letztes Jahr. Ja, die Bilanz sagt, 200 Führerscheine hat die Polizei sichergestellt, weil Leute dann doch noch betrunken nach Hause fahren wollten. Aber auch das ist weniger als letztes Jahr. Und der bayerische Innenminister Herrmann war dementsprechend zufrieden. Also der Spagat zwischen hohem Sicherheitsniveau und ausgelassenem Feiern sei hervorragend gelungen. Das Oktoberfest ist ja auch immer auf der Jagd nach Rekorden. Also es geht um mehr Bier, mehr Haxen, mehr Besucher. Aber dieses Jahr waren es tatsächlich weniger Besucherinnen und Besucher als 2023. Man muss aber dazu sagen, letztes Jahr hat das Fest auch 2 Tage länger gedauert. Genau, dieses Jahr waren es 6,7 Millionen Besucher. Und da finde ich die Bilanz aus dem Fundbüro eigentlich ja, gar nicht mal so übel. Da wurden nämlich 16 Lederhosen abgegeben. Also 16 Männer sind ohne Hose nach Hause. Ja, habe ich keine weiteren Fragen mehr dazu. Möchte ich auch nicht vertiefen. Danke trotzdem für die Info. Spannend. Ich habe auch noch gesehen, dass dieses Jahr viele Menschen aus Indien auf dem Oktoberfest waren.
Na klar, sonst vor allem US-Amerikaner, weil irgendwie haben die ein Faible für diese Wiesen. Der ist so schön German wahrscheinlich. Genau. Neben den Bierzelten vergisst man natürlich gerne, dass das Ganze eigentlich auch vor allem ein riesiger Rummel ist. Es sind ja auch ganz, ganz viele Familien da tagsüber. Aber klar, auch Erwachsene werden da nach ein paar Maß wieder zum Kind und wollen nochmal rauf aufs Karussell. Und diese Betreiberin hat da schon alles gesehen. Was natürlich auch lustig ist, wenn sie sich ab und zu mal ein bisschen übergeben. Ah, die sehen das ganz gechillt, muss ich sagen. Danach geht es ihnen wieder besser. So, beim nächsten Sound handelt es sich nicht um einen Wiesenbesucher zu fortgeschrittener Stunde, aber so ähnlich stelle ich es mir geräuschemäßig auch vor. Oh wow, ich wusste nicht, dass Igel so klingen. Das ist ja lustig, ne? Ja, irgendwie schon. Aber was nicht lustig ist, der Igel hat ein Problemchen, weil er hat vor ein paar Jahren einen neuen Feind in unseren Gärten bekommen, den Mähroboter. Die Stadt Köln zum Beispiel, die hat deshalb tatsächlich vor ein paar Tagen ein Nachtfahrverbot für Mähroboter erlassen, weil Igel sind ja vor allem nachts unterwegs. Genau, wie Wiesenbesucher auch. Ja, genau. Nee. Wobei die, naja, egal, das vertiefen wir jetzt hier nicht. Die praktischen Geräte dürfen ab sofort nicht mehr in der Dämmerung und in der Nacht über den Rasen fahren. Also dann, wenn der Igel auf Futtersuche ist. Einige kleinere Gemeinden haben so eine Regelung auch schon länger. Und Vanessa Halui ist ehrenamtliche Wildtierschützerin aus Hamburg und kennt das Problem auch ziemlich gut. Rasenmäheroboter fahren einfach auf den Igel zu. Der Igel rollt sich ein und läuft halt nicht weg wie andere Tiere. Und dann, wenn ein Widerstand kommt, wie eine Rasenkante oder irgendetwas, dann geht der Rasenmäheroboter ein Stück hoch und die Messer verletzen das Tier. Ja, 70 Igel- und Wildtierauffangstationen haben über ein Jahr lang mehrere hundert schnittverletzte Igel mit Fotos und Diagnosen dokumentiert. Fast die Hälfte der Tiere war leider nicht mehr zu retten, weil die so schwer verletzt waren, die sind gestorben. Oh, Tierschützer fordern schon seit längerem, den Betrieb dieser elektrischen Gartenhelfer einzuschränken, eben aus gutem Grund, wie wir gehört haben. Ja, und dann gibt es tatsächlich noch einen weiteren technischen Feind für die Wildtiere und das ist wirklich nichts für Zartbeseitete. Bitte kurz euer Brot schon mal runterschlucken. Laubsauggeräte mit Häckselfunktion. Also die zerstückeln die Tiere meist im gleichen Arbeitsgang. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, das ist jetzt nicht der Standard. Vielleicht die Stadtreinigung haben solche Geräte, aber der normale Bürger, der hat ja, wenn dann eher so einen kleinen Laubsauger als Akku. Ich hoffe, Uli, ich hoffe. Also die sind erstens nicht so laut und zweitens haben die auch keinen Häcksler. Das muss man schon klar unterscheiden. Aber nichtsdestotrotz, Igel stehen aus verschiedenen Gründen auf der Vorwarnliste bedrohter Arten. Die werden ja auch oft überfahren, habe ich in den letzten Wochen selber auf der Landstraße auf dem Weg ins Studio häufiger gesehen. Ich konnte dreimal, glaube ich, ausweichen. Man sieht die nachts wirklich oft im Moment. Dazu kommt, na klar, in den Städten verschwinden auch noch jede Menge verwilderte Flächen. Wir bauen immer mehr zu. Und ja, so Picobello-Gärten, die dann super aufgeräumt sind, ohne Versteckmöglichkeiten für Igel, das ist auch nicht das perfekte Lebensumfeld. Auch ganz schlecht, genau. Und wer jetzt im Herbst einen Igel findet oder sieht, der sollte ihn auf jeden Fall erstmal in Ruhe lassen. Manche haben nämlich erst Ende September Junge bekommen und können auch noch bis Ende Dezember bei mildem Wetter durchaus unterwegs sein, um sich ihren wichtigen Winterspeck anzufuttern. Ja, und dann noch ein Tipp, woran ihr erkennen könnt, dass ein Igel Hilfe braucht. Wenn der immer im Kreis läuft, dann hat er irgendein Problem, dann sollte man mit ihm zum Tierarzt oder zumindest zu Menschen gehen, die sich mit Wildtieren auskennen. So, Magda, wir müssen noch über ein Thema sprechen. Du hast mir Freitag nämlich was versprochen hier im Podcast, dass du mir Wein aus Brandenburg schicken willst, weil da gelernt habe, dass es auch in Brandenburg Weinberge gibt. War mir vorher nicht klar, soweit ist jetzt mit meinem Paket. Komm. Du, heute ist Montag, entschuldige bitte. Heißt, die Post ist bestimmt unterwegs oder so. Mhm. Ich kann nur sagen, vielleicht finde ich noch einen Obstwein in meinem Kühlschrank. Ich war nämlich beim Baumblütenfest in Werder an der Havel. Da gibt es nämlich ganz, ganz tolle Obstweine. Und ich habe Havelwasser im Sommer für mich entdeckt. Das ist Wein mit so ein bisschen Birnensaft. Wie fändest du das? Ein Havelwasser? Birnensaft? Nee, lieber pur. Brauchst du nicht mit so weit kommen, ne? Nicht mit so weit, okay. Mm-mm. Aber du weißt ja sicherlich, dass die Birne, dank Theodor Fontanes Gedicht, Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland, die Birne ist ja Kulturgut in Teilen Brandenburgs. Ja, ein Birnbaum in seinem Garten stimmt. Genau, und Ribbeck, den Ort gibt es hier nämlich wirklich. Ach was, ja, habe ich in der Schule gelernt, musste ich auswendig lernen, weiß ich noch. Aber so richtig hast du meine Frage auch trotzdem nicht beantwortet. Ja. Du bist ausgewichen. Ja, Weihnachten ist ja bald. Bestimmt kommt dann ein Paket zu dir. Gut, ich werde dich daran erinnern. Und du hast ganz viele Zeugen, die das jetzt mitgehört haben. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier und sagen einen guten Wochenanfang, ihr Lieben, und bis morgen. Macht's gut. Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.